in Emden haben wir in der Solar-Rallye teilgenommen, weil wir eine Naturwissenschafts-AG mitgemacht haben. Und da haben unsere Lehrer halt den Vorschlag gemacht, dass wir ein Auto bauen können. Und dann haben wir ein bisschen im Internet recherchiert, wie man das jetzt bauen kann. Und dann ist uns eingefallen, dass man ja eine Krake bauen könnte. Und dann haben wir eine Liste zusammengestellt mit recycelbaren Sachen. Also wir haben ein bisschen Draht, Krepppapier, Eierkarton und Holz genommen. Und wir sind dann auch in der Solar Rally in Emden erster Platz. Auf der Spur springen sollten oder sowas. Dürft ihr auch gerne wieder zurückstellen. Wir bitten, dass irgendwie nicht andere Fahrzeuge währenddessen behindert werden. Also dann ruhig warten, bis die wieder vorbei sind. Während der, jeder einzelnen Runde bitte immer nur zwei Leute wirklich pro Team an der Bahn. Einer natürlich vorne, der den Start macht. Und soweit ich weiß, müssen manche Leute auch ihre Fahrzeuge umdrehen am Ende. Das darf dann die zweite Person machen. Solaris Cup Sachsen, Holzbohr, der Thomas.